Hi Leute, das ist Sano hier. Für alle, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich nicht so der Call of Duty Guy bin. Das ist so nicht mein Game, war noch nie gewesen. Ich war immer so der Battlefield-Typ. Und die letzten Jahre, was Battlefield angeht, die waren halt nicht so toll. Ich habe halt die glorreiche Ära von 1942, womit alles anfing, über Battlefield 2. Und natürlich die ganz großen Battlefield 3, Bad Company 2 und Battlefield 4. Und es gibt Neuigkeiten, der neue Chef von Battlefield, Vince Campanella, der hat bei IGN was rausgehauen und ein Interview gegeben, was den neuen Battlefield-Teil angeht, was richtig cool ist. Und das gehen wir mal ganz kurz durch. Vor dem Investorentag am 17. September hat EA neue Details zu seinem noch unbetitelten Battlefield-Spiel enthüllt. Zusammen mit dem ersten offiziellen Konzeptbild, das schauen wir uns gleich an, das IGN exklusiv zum ersten Mal zeigen kann. IGN kann außerdem bestätigen, dass Battlefield nach Aufenthalten im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und der nahen Zukunft, wie in 2042, wieder in ein modernes Setting zurückkehrt. Obwohl EA bei den Details zur Konzeptkunst vage bleibt und den Namen der Stadt, in der es spielt, nicht nennt, obwohl es stark an Italien, Frankreich oder einem anderen Ort in Europa ausschaut, enthält es Details, die langjährigen Fans der Serie ins Auge fallen sollten. Unter anderem scheint es darauf hinzudeuten, dass Schiff zu Schiff und Helikopterkämpfe Teil des neuen Spiels sein werden und dass es zu Naturkatastrophen wie Waldbränden kommen kann. Die graue Farbpalette erinnert da an Battlefield 4, eines der beliebtesten Spiele der Serie, obwohl es vor einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde. Im Hintergrund sehe ich auch ein bisschen Gameplay aus der goldenen Ära. Battlefield kehrt zurück zu den Wurzeln. Alles deutet auf einen Basic-to-Basic-Ansatz für das nächste Battlefield hin. Tatsächlich erwähnt Vince, Leiter von Respawn und General Manager der EA Studios Organization, schnell Battlefield 3 und Battlefield 4, als er mit IGN über die neuen Enthüllungen spricht. Zur Entscheidung, in die moderne Ära zurückzukehren, sagt Zampella: "Ich meine, wenn man auf den Höhepunkt von Battlefield zurückblickt, es ist die Ära von Battlefield 3 und Battlefield 4, in der alles modern war. Und ich denke, wir müssen zum Kern dessen zurückkehren, was Battlefield ist. Und das großartig umsetzen." Das hoffe ich so sehr. "Dann sehen wir, wohin es uns führt. Für mich liegt der Höhepunkt der Battlefield-Erlebnisse in den Tagen von Battlefield 3 und 4. Es ist also nostalgisch für die Spieler, für mich, für die Teams. Das waren die goldenen Zeiten, obwohl ich auch sagen würde, dass 1942 großartig war. Das unterschreibe ich. Die Rückkehr zum modernen Setting ist eine Kurskorrektur für die Serie nach Battlefield 2042, das sich zwar schließlich gefangen hat, ist mittlerweile deutlich besser, aber zunächst stark kritisiert wurde, unter anderem wegen Features wie den Spezialisten, Charakteren, die das Spiel wie in einem Heldenshooter wirken ließen. Auch die ambitionierten Karten mit 128 Spielern erwiesen sich bei Fans als unbeliebt, die ein fokussierteres Erlebnis bevorzugten. Battlefield 2042 ging schließlich zurück zu den Karten mit 64 Spielern. Und der nächste Battlefield-Teil wird diesem Ansatz treu bleiben. Halleluja." Ja, die 128 Spieler macht es das Spiel wirklich spaßiger. Ich persönlich fand nicht wirklich. "Einfach nur eine Zahl um der Zahl willen macht keinen Sinn. Wir testen alles, um herauszufinden, was am meisten Spaß macht. Wie du schon sagst, ist ab einer gewissen Kartengröße verändert sich das Spielgefühl und man muss das Design darauf abstimmen. Wir entwickeln also etwas, das eher früheren Battlefield-Spielen ähnelt", sagt Zampella. "Ich bevorzuge kompakte, dichte, gut gestaltete Spielbereiche. Einige davon sind wirklich gut und ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie seht." Ja, ja. "Die Spezialisten sind diesmal auch nicht mehr dabei. Ein Glück. Ich war bei 2040 nicht dabei, also kenne ich die Beweggründe nicht. Aber für mich ist es so, das Team hat etwas Neues versucht. Man muss diesen Versuch loben. Ja, 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 das hatte andere Gründe als das. Nicht jeder mochte es, aber man muss Dinge ausprobieren. Das hat nicht funktioniert, passte nicht. Spezialisten werden nicht zurückkehren. Klassen sind der Kern von Battlefield und wir kehren zu diesem Prinzip zurück", sagt Zampella. "Ganz, ganz wichtig. Er betont jedoch, dass Battlefield 2042 kein Fehlschlag war, obwohl es nicht so erfolgreich war, wie er hofft. Er weist darauf hin, dass das Entwicklungsteam wirklich viel Zeit damit verbracht hat, das Spiel anzupassen und wieder in die richtige Richtung zu lenken. Trotzdem möchte EA die Erfahrung von 2042 nicht wiederholen. Wir wollen das von Anfang an richtig machen und dass es gut ist. Schauen wir mal. Der Weg für Battlefield, es deutet alles auf ein klassisches Battlefield hin, nur größer. So groß, dass es die Anstrengungen von 4 separaten Studios erfordert. DICE,
Motive, Ripple Effect und Criterion, auch Ridgeline Games, war kurz an der Entwicklung beteiligt, bevor es nach dem Weggang von Gründer Marcus Lee geschlossen wurde. EA-CEO Andrew Wilson behauptet, es sei eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte von EA. Ja, Battlefield gehört zu EA, wie FIFA zu EA gehört. Das steckt in deren DNA, da muss gut werden. Vampella bleibt jedoch vage, was das alles tatsächlich bedeutet. Ja, es geht definitiv darum, groß auf Battlefield zu setzen. Wir müssen das Kernspiel bieten. Die Battlefield-Spieler wissen, was sie wollen. Sie sind seit jeher bei uns. Sie waren großartige Unterstützer. Wir müssen ihr Vertrauen zurückgewinnen. Dann erweitern wir das Universum, sodass man, wenn man eine andere Erfahrung sucht, nicht Battlefield verlassen muss, sondern mehr Dinge im Battlefield-Universum erleben kann. Wir erweitern das Angebot. Das ist ja okay, wenn der Kern stimmt. In der Zwischenzeit plant Activision Blizzard die Veröffentlichung von Call of Duty Black Ops 6, dem traditionellen Konkurrenten von Battlefield. Ich konnte die beiden nie so großartig vergleichen. Die beiden waren so unterschiedlich, außer dass es Shooter waren. Aber du hattest immer komplett zwei unterschiedliche Spielerlebnisse bei beiden Games. Und mir lag halt Battlefield immer mehr. Während Battlefield ins Straucheln geraten ist, floriert Call of Duty weiter. Die Frage stellt sich, wird Battlefield jemals Call of Duty überholen? Das muss es doch gar nicht. Ich verstehe manche Aussagen von denen nicht. Das ist echt Bullshit. Wenn man auf die besten Battlefields schaut, haben sich einige Call of Duties übertroffen und umgekehrt. Also denke ich absolut, dass es möglich ist, sagt Zampella. Geht es uns darum? Nicht direkt, aber in gewisser Weise schon. Wir wollen nicht Call of Duty besiegen. Wir machen etwas, das anders ist und wir machen etwas, das zu uns passt. Aber ja, es hat definitiv das Potenzial. Wie eben schon gesagt, Battlefield war, wenn du alle Battlefield-Spieler fragst, die auch schon länger dabei sind, die sagen dir alle, Battlefield ist kein Call of Duty. Soll es auch nicht sein. Ja, bin gespannt. Die Zukunft von Battlefield. Es ist unklar, wann das nächste Battlefield erscheinen wird, aber es gibt Anzeichen dafür, dass EA auf 2025 zusteuert. Soll ein Jahr machen, dass das Ganze anständig läuft. Nachdem es Anfang dieses Jahres in die volle Produktion gegangen ist, laut Zampella wird das Spiel wöchentlich getestet und es soll nächstes Jahr ein Community-Programm gestartet werden, auch wenn unklar ist, ob es sich um eine geschlossene Beta oder was anderes handelt. Wir haben ein Programm, das wir nächstes Jahr ankündigen werden, um mehr Community einzubinden, denn das ist der Kern dessen, was wir tun müssen. Korrekt. Die Community wieder auf unsere Seite holen, dieses Vertrauen zurückgewinnen. Auch korrekt. Also denke ich, dass wir in einer wirklich guten Position sind. Ist es herausfordernd? Natürlich, aber das wäre nicht lustig, wenn es das nicht wäre. Ja, wann immer Battlefield letztendlich erscheint, wird es ein großer Test für die Serie, die nach fast einem Jahrzehnt seit dem letzten wirklich erfolgreichen Teil den Fans viel zu beweisen hat. Es wird dann eine unruhige Konsolenlandschaft eintreten, da Sony letzte Woche die PS5 Pro angekündigt hat, Gerüchte über die nächste Xbox kursieren und von Nintendo erwartet wird, bald die Switch 2 vorzustellen. Jaja. Schauen wir mal. Nur kurz ein paar Sachen, die ich persönlich halt wirklich gerne hörte. Also da war schon viel drin, was Battlefield ausmacht. Die scheinen augenscheinlich zu wissen, was da los ist. Und ich hoffe, sie können das wirklich umsetzen. Wie sieht's aus mit einem Commander-Modus, der ganz geil war, ne, von früher? Oder was mir persönlich ganz wichtig ist, das Squad-Play. Dass man innerhalb des Squads deutlich mehr erreichen kann und auch mit dem Squad Sachen freischalte, die man nutzen kann, ne? Ich meine, ihr wisst's eh. Die ganzen Spezialfähigkeiten und hin und her, wenn du als Squad gut agierst, dass du dafür auch belohnt wirst und so. Ich bin wirklich gespannt, was sie aus Battlefield machen, aus dem neuen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich habe da richtig Bock drauf. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, Leute. Schaut mir gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.